Als erstes braten wir natürlich die Kartoffel scharf an. Die Zutaten habt ihr ja gerade gesehen. Und mit den Kartoffeln fangen wir an, weil die halt am bissfestesten ist und am längsten braucht. Wenn wir den Status leicht braune Zwiebeln so erreicht haben, also dass die Außenschicht schon so ein bisschen knuspriger ist, dann kommt das Hackfleisch schon mal dazu. Kurz darauf gebe ich die Zucchini dazu. Schöne große Stücke. Einfach verrühren. Die Zwiebel dazu. Und unsere Tomate. Jetzt wird das mit Salz, Pfeffer gewürzt. Und dann kommt ein Deckel drauf.